Merhaba und auf Deutsch gesagt, hallo. Heute werden wir mit euch 5 Redewendungen auf Türkisch zusammen lernen. Fangen wir an. Hallo. Nochmal, unsere heutige erste Redewendung ist Göz yummak. Göz yummak. Göz yummak bedeutet auf Deutsch eine Auge zudrücken. Eine Auge zudrücken. Ich wiederhole Göz yummak. Kommen wir zu unserer zweiten Redewendung. Beş para etmez. Beş para etmez. Denken Sie mal nach. Was kann das bedeuten auf Deutsch? Ich habe auch hier ein kleines Foto. Beş para etmez. Es bedeutet keinen Pfennig wert sein. Ja? Beş para etmez. Keinen Pfennig wert sein. Beş para etmez. Kommen wir zu unserem dritten. Eli uzun olmak ya da çalmak. Eli uzun olmak. Eli uzun olmak. Also lange Finger machen. Lange Finger machen. Und çalmak bedeutet klauen, ja? Wie ihr es auch wisst, eli uzun olmak. Oder auf Deutsch gesagt, lange Finger haben bedeutet klauen. Also, çalmak. Kommen wir zu unserer vierten Redewendung. Burama kadar geldi. Burama kadar geldi. Was das auf Deutsch bedeutet, könnt ihr vielleicht verstehen. Burama kadar geldi. Die Nase voll haben. Burama kadar geldi. Das war unsere vierte. Jetzt haben wir unsere letzte Redewendung auf Türkisch. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Eine Hand wäscht die andere. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Also gesagt, wenn wir zum Beispiel eine Hand in der Hand haben, ne, wenn wir eine Hand haben, können wir nicht klatschen. Aber wenn wir zwei Hände haben, oder wenn wir zum Beispiel alleine was machen möchten und wenn wir eine Hilfe brauchen oder jemanden haben, der uns behilflich sein kann, dann funktioniert das ja viel, viel schneller oder klappt es auch besser, als wenn wir das alleine machen. Also, auf Türkisch ist das Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen!